Hallihallo, meine Freunde, hier ist aber wieder euer Maximus. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. Willkommen in Washington. Nicht DC, sondern dem Bundesstaat. Wir sind unterwegs mit dem Mack Anthem und das ist ja der LKW, ja, der 75% von euch auch gerne im im American Truck Simulator hätten. Und ja, ich dachte mir, deswegen werde ich einfach nochmal eine Tour mit diesem wunderschönen Truck machen. Die Community möchte den Mack. Genau, so sieht's aus. So, dann werden wir mal eine kleine Tour hier machen. Es ist Dienstag. Also für mich, wo ich das Video aufnehme, ist nicht Dienstag. Für mich ist jetzt Sonntagabend, der 2. Februar. Mensch, wir haben schon Februar, ey. Krass, oder? Oh, das war aber jetzt sehr, sehr knapp gewesen. Kommt hier was? Nee. Und, ja, wie gesagt, am Dienstag habe ich ja Sprechtag, deswegen dauert das alles ein bisschen. Wird es da auf jeden Fall gerne Livestream oder sonstige Sachen geben? Was ruckelt denn der hier so? Ah ja, das ist wahrscheinlich Anfänger vom Lokführer, ne? Haben wir Licht an? Ja, wir hatten Licht an. Gut. Ach, das ist einfach nur ein richtig geiles Gefährt, oder? Oh, da gehen ja die Schranken schon wieder runter, ey. Ist aber auch hurtig, sage ich euch. Jetzt aber ein bisschen Schubrakete. Wir haben 200 Meilen auf der Uhr. Also, ich denke mal, eine ordentliche Strecke. Kurz anhalten. Ach, der ATS ist wirklich noch. Wenn ich die ganzen Fahrzeuge hier sehe, mit ein paar Mods, ist das schon ein richtig geiles Truck-Erlebnis. Kann man sich auf jeden Fall mal geben. Also, wer den noch nicht hat. Und ich habe, ja, lang, lang ist her, mal wieder ein Kaffee, auch gesagt Kaffee mit E-N-E. Habe ich mal wieder hier am Start. Werde ihr gleich mal wieder Hashtag Kaffee reinschreiben. Entweder mit zwei oder mit ein E. Ist egal. Ich gelte alles. Und das passt dann schon. So, Tempomat ist reingemacht. 50 Meilen ist hier nicht erlaubt. 55. Ein bisschen vorsichtig fahren. Nicht, dass es hier noch Ärger gibt. Aber ich bin hier gerne oben in Washington unterwegs. Wir brauchen nicht zur Wiegestation. Nein. Können wir wegmachen. Ich habe hier Kinder Edeltraut. Geht leider nicht der SESL-Mod hier im Spiel. Und ich hatte ja beim letzten Livestream auch mitbekommen, dass der den SESL-Mod macht, auch hier irgendwie bei, ja, SCS mit tätig ist. Also angestellt, würde ich jetzt mal sagen. Finde ich cool, ja. Sind ja einige, die Mods machen, auch bei den ein oder anderen Hauptspiele dabei sind, also nicht jetzt nur beim Euro Truck Simulator, die aus der Mod-Community entstanden sind und dann, naja, im Original dann auch dabei sind. Also richtig im Spiel mitwirken. So, Stoppschild, ne? Ah. Geil. Der Mack Anthem. Ja, wir warten einfach mal ab. Und ich finde es ja immer wieder schön, wenn ich, oder selber auch, wenn ich solche Umfragen immer wieder mal in so einem Video mit reinmache, wo ihr dann quasi ein bisschen mit entscheiden könnt. Wenn ich jetzt überlege, gut, im Video haben wir jetzt ja nicht so viele mit abgestimmt. Aber wenn ich jetzt so mal eine Umfrage mache, wo es hingehen soll, dann ist das immer echt schön, dass so viele Leute,
dann doch mal draufklicken und sagen, hey, ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Und dann sein Wunsch-LKW oder sonstige Sachen mit mitnimmt. So, können wir den jetzt überholen? Ja. Er hat hier so leichten Probleme, ne? Ja, und wenn das Let's Play mit Transportfieber denn vorbei ist, dann kann es durchaus wieder ein bisschen mehr RTS geben oder ein paar andere Simulationsspiele. Ah, ein bisschen schneller hier. 50 Meilen können wir durchaus mal fahren hier. Aber ich merke schon, dass er hier ein bisschen zu tun hat. Ja. Herrlich. On the road again. Was war der jetzt hier? Er wartet wahrscheinlich. Bin echt gespannt, was für LKWs dann noch so kommen. Ich denke, wir werden jetzt immer eine Mischung machen aus dem Mac und dann mal aus dem anderen Spiel, also aus den ja, ist ja nochmal Freiliner. Ja, genau, Freiliner war auch noch zur Auswahl. Der Cascadia. Genau. Wir lassen uns einfach mal überraschen. Ich muss sagen, ich bin ja sonst nicht so der Freund von diesen Spiegeln da vorne. Aber, ja, man sitzt immer ziemlich weit, ja, nicht hinten, aber man sieht halt immer die Außenspiegel nicht so richtig. Deswegen ist so ein Spiegel dort auf jeden Fall nicht schlecht. Typisch amerikanische Stadt. Ziemlich weit einmal alles auseinandergezogen. Lassen wir uns dann mal hinrollen. Sparen wir jetzt ein bisschen Sprit. Oh, auch wenn rot ist, wir dürfen ja fahren. Darf man ja Amerika. Schon ein ganz schön langer Trailer, muss ich sagen. Ordentlich langes Gerät. Ich habe ja sonst immer damals die Trailer Packs von Jelzycat auch beim Eurotruck Simulator installiert. Mache ich jetzt ja nicht mehr, weil da nehme ich meistens aber meine eigenen Trailer. Aber beim ATS gibt es halt nicht so viele Versionen von eigenen Trailern. Deswegen habe ich da auf jeden Fall den Trailer oder das Trailer-Pack runtergeladen. Weil sonst würde es mit Pro-Mods beim Eurotruck-Simulator und den anderen Trailern, das wird dann irgendwann alles ein bisschen zu viel. So, was ist mit dem jetzt los hier? Ja. Sturm einfach mal hier lang, ne? Bin noch am überlegen, wenn wir dann wieder ein bisschen mehr Zeit haben, auch mal wieder ATS ein bisschen zu bringen. Vielleicht nicht nur im Multiplayer, vielleicht auch ein bisschen so Singleplayer-mäßig. Dass wir da auch mal ein bisschen Livestream auch dieses Spiel wieder ein bisschen mehr würdigen. Wollen wir mal gucken. Vielleicht im Vorfeld, wenn was Neues kommt. Bisschen mehr ATS bringen. Solange wie nicht zusätzlich. Oh, wir müssen zur Wiegestation. Solange wie kein anderes Spiel so im Fokus steht oder neues ist oder ich dann ein gewisses Let's Play machen, dann könnte man durchaus da mal wieder so zwei Videos bringen die Woche. Vom American Truck Simulator. So. Hätte doch mal so eine Schwertransporttour, ne? Achso, wir können ja fahren.
Schön, schön. Geht das hier wieder ab. Die Luzi. Ah, toll. Müssen jetzt so viele LKWs kommen. Halten aber auch nicht an, die Maden. Ja, die fetten Autos. Ja, lass mich mal rein jetzt hier, LKW. Ja, geht doch. Und dann kommen sie im Berg wieder nicht hoch. Ja, 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 ja. Aber pass mal auf, jetzt kommt hier ein richtiger Truck. Eine richtige Maschine. Zieh, 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 zieh. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, wie viel Tonnen mein LKW hat. Ah ja, schade, ne? Kein FedEx. Gar nicht, da gab es extra mal einen Mod dafür. Wird ja auch die Scheibe da unten gar nicht mal so unpassend, ne? Ist bestimmt in manchen Situationen nicht verkehrt, so eine Scheibe da drin zu haben. So, was haben wir denn noch? Wir haben 96 Meilen noch vor uns. Und ich könnte durchaus hier noch ein paar Meilen fahren. Macht gerade so richtig Laune mit dem Truck. Ah, herrlich. Ja, durch Amerika cruisen, gerade hier oben in Washington. Ey, ich finde das hier so schön gemacht. Ich bin hier sehr, sehr gerne unterwegs. Ja, guckt euch die Felsen da hinten an. Ach, herrlich. Da kommt dieses Feeling auf jeden Fall sehr gut rüber. Die amerikanische Weite. Dieses Trucker-Feeling einfach, ne? Von denen ja viele Leute noch träumen hier in Europa. Ich setze hier mich einfach auf den Bock. Hab hier etliche Meilen vor uns. Kein Stress. Nicht immer wieder irgendwelche Staus. Sondern ich setze mich hin und fahre dann einfach ein paar hundert Meilen. Genieße die Landschaft, die ja jetzt wirklich sehr beeindruckend ist, ne? Das ist in Deutschland gar nicht zu vergleichen. So. Haben wir einen Dafa-Felsen hier wieder. Bin gespannt, wann das Jahr denn so sein wird, wo wir von Coast to Coast dann fahren können. Also jetzt ohne Mod. Einfach so Real Life aus dem Spiel heraus. Vielleicht werde ich mir auch mal wieder einen Mod runterladen, hier einen Kartenerweiterungsmod. Hätte ja gerne irgendwie oben was die Alaska-mäßiges oder Kanada. Aber das, was ich bis jetzt immer gesehen habe, war immer, naja, nicht so aussagekräftig. Ich glaube, die von Promods wird auch irgendwie sowas machen, ne? So. Oh, jetzt muss der hier auch noch lang geballert kommen. Wenn da was kommt, bin ich auf jeden Fall dabei. So, da vorne ist schon unsere Entladestation. Super.
ohne irgendwie Straßensperrung, ohne irgendwelche besonderen Vorkommnisse. Kein Unfall gebaut. Ach so, brauche ich ja gar nicht. Ja, unser Kunde wartet. Er soll mal ganz entspannt sein. Oh, ich höre Polizei. Oder wer hat da geschrien? Oh, schön. Wir sind gleich da. Was haben wir denn noch? 30 Meilen. Was habe ich denn eigentlich eingegeben? 50 Meilen. Oh ja. Ist super. Reicht zu. Man muss hier nicht lang rasen mit so einem LKW. Weiß gar nicht, wie viel Prozent ich überhaupt auf der Hauptkarte schon ab. 87% der Hauptkarte. Hier, da muss ich auch noch alles mal abfahren. Den hier. Und hier sind auch noch irgendwelche Straßen. Ja, hier hoch. Oh, ist der neu? Ist die Straße neu? Da müssten wir ja mal durchaus mal gucken. Wäre ja mal interessant. In Salina. Mal hier so runterfahren, die 89. Aber sonst habe ich ja viele Bereiche schon gut abgegrast. Das müsste ich auf jeden Fall nochmal langfahren, die 1. An Santa Cruz nach L.A. Der 1. Ist ja mal wieder offen, ne? Da gab es ja keinen Erdrutsch mehr. Aber hier oben in Washington haben wir noch ein bisschen was zu tun. Wie sieht es denn eigentlich aus? Hier. Ach, ja, Mann, das ist doch hier das neue DLC. Das ist klar, dass ich das noch nicht abgefahren habe. Ach, Utah, Mensch. Das kann durchaus sein, dass ich das noch nicht habe. Sollten wir uns auf jeden Fall nochmal im Hinterkopf behalten, ne? Kann man ja durchaus mal als Livestream mal so eine Tour machen. Weil ich glaube, es gibt den einen oder anderen, der auch gerne beim Livestream am Mittwoch dabei ist, wo ich dann gemütlich den Euro Truck Simulator Singleplayer Pro Mods fahre. Das könnte man durchaus auf dem ATS auch machen. Ach je. Ach je. Die Straße ist gesperrt. Na gut, okay. Ach, und ich sage noch, ohne Vorkommnisse, da ist ein Trailer zusammengebrochen, überladen. Aber müssen wir jetzt mal auf die Karte gucken. Ja, wir müssen hier so rum, zack, zack, zack. Ja, das ist zum Glück nicht so weit. Und dann kommen wir da an. Ja. Ist halt so, ne? Der Kunde wartet. Was soll ich machen, ne? Wenn die Straße gesperrt ist? West Seattle. Solange wenig zu viel Verkehr ist, dann läuft das ja alles. Würde ich jetzt falsch fahren? Ach, ich bin auch ein Ei. Ist das gleich noch länger oder was? Nö. Wir müssen nur da vorne irgendwie jetzt runter. Da sind da Kinder gekommen. Ui.
Maximus, langsam fahren. Macht er hier keinen Stress? Ach, guck an, hier steht sogar die Feuerwehr draußen. Ah, das sind halt solche Sachen, die. Ah, da fährt ein Krankenwagen. Ja, süße, dann habe ich jetzt sogar noch ein bisschen was abgefahren hier. Wo ich noch nicht so richtig war. Ach, guck an, hier sind die ganzen kaputten Trailer. Wahrscheinlich ist das hier der Lieferant, ne? Ja. Die schönen Burger jetzt essen, hätte ich jetzt auch voll Bock drauf. Ach, der Bus will geradeaus fahren oder was? Ah. So, gut. Dann können wir ja. Nur aufpassen, dass wir nicht die falsche hochfahren. Hier ist aber was los in Seattle. Wo ist denn hier die. Ach, hier. Ah, da vorne ist ein Cat Truck. Oh, endlich wieder ein bisschen Ruhe, so wie dürfen fahren. Hinsetzen. Die letzten Meilen, 27 Meilen noch, dann sind wir da. Junge, 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 Junge. Hat aber ordentlich zu ziehen hier. Ich habe immer noch nicht geguckt, wie viele Tonnen. 19 Tonnen. Büroartikel. Ganzen Betonpisten. Hui. Ah ja, da sind wir ja gleich soweit. Und dann wieder erfolgreich eine Ladung abgegeben. Dann können wir alle ein bisschen stolz auf uns sein. Wartet mal. Nein, machen wir jetzt nicht. Hier können wir langdödeln. Weiß gar nicht, wie ich den Traffic hier gesetzt habe. Könnte man durchaus auf 2 oder 3 setzen, ne? Ich glaube, ich habe eh eine Höhe gemacht, aber ich wüsste nicht mehr welche. Habe ich einen Traffic Mod drin? Also nur die Fahrzeuge. So, wir müssen jetzt ab. Abfahrten müssen sie ja immer irgendwie was erhöht haben, ne? Fällt mir jetzt gerade. Sind ja meistens so die Abfahrten, dass sie irgendwie immer entweder die Autobahn nach unten gelegt haben. Hat ja immer hier so eine Anhöhe. Vorne am Hafen. Ah, hier die ganzen Details hier. Ah, schön.
diese Aussicht da hinten in den ganzen Kränen. Finde ich schön. Sitz auf der rechten Seite müssen wir abgeben. Also bis zum Ende fahren. Ach, glaube, da müssen wir so einen kleinen Bereich. Ach, wir sind ja schon hier. Oh, wartet mal. So wird das was. Okay. Ja, stimmt, wir müssen ja durch so einen Scanner durch. Ja, müssen wir. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir hier auch ohne Probleme durchkommen. Ist ja hier so eine Röntgenanlage, ne? Ach, hier, bei den Containern. Also ich denke mal, ich habe hier schon so einen langen Container hier, ne? Ha, schön. Abladen. Ach, herrlich. Das haben wir ja richtig gut gemacht. Also, die Community wollte den Mac 75%. Da haben wir den auf jeden Fall nochmal gesehen. Und ich denke mal, vielleicht sehen wir den das ein oder andere Mal. Aber ihr könnt auch gerne nochmal reinschreiben, was für ein LKW ihr gerne nochmal sehen möchtet. Ich bin dann erstmal raus, wünsche allen noch einen schönen Tag. Sehen uns morgen Livestream-mäßig, denke ich, wenn alles gut läuft. Auf der ProMod. Wo ich langfahre, weiß ich nicht. Aber ich weiß, welchen LKW. Dahin mache ich erstmal einen Fisch und sage, haut rein, macht's gut. Bye bye.